Wie viel muss man für guten Wein hinlegen? Man kriegt eine Flasche Wein schon für den da und kriegt sogar noch so einen zurück. 99 Cent Tetrapack. Ganz ehrlich, dafür darf man wirklich nichts erwarten. Aber das da legt ein Durchschnittsdeutscher auf den Tisch, wenn er Wein einkauft. 2,38 Euro. Das ist das, was an der Kasse im Schnitt hängen bleibt. Dafür muss es ja was geben, weil so viele Menschen können ja gar nicht irren. Aber da ist Qualität auch eher Glückssache. Ich würde mal sagen, wenn wir in den Bereich von dem da kommen, dann kommen wir in einen spannenden Bereich. 5 Euro, das ist sicher, das nennt sich schon Premium-Klasse beim Wein. Und da kann man einigermaßen sicher sein, dass man eine gute Chance hat, einen wirklich guten Wein zu finden. 5 Euro ist noch ein spannender Preis. Wenn man mit Winzern so richtig redet, dann sagen die einem schon mal, mit 5 Euro ist im Grunde selbst der aufwendigste Wein bezahlt. Also die Produktionskosten sind damit drin. Was dann kommt, ist Marketing. Also da ist unheimlich viel Geld dafür da, dass wir es auch kaufen, diesen Wein. Ich habe natürlich auch schon Weine getrunken, die haben das da gekostet und vielleicht noch den einen oder anderen davon mehr. Ob einem das wirklich so viel besser schmeckt, dass man bereit ist, so viel Geld hinzulegen, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich bin ganz sicher, der Schritt von den durchschnittlichen 2,38 zu 10 Euro, der ist viel, viel größer als der Schritt von 10 Euro zu diesen Hunderten. Also das lohnt nicht mehr unbedingt. Deswegen ein kleiner Tipp am Rande. Ich würde immer, wenn ich ein Budget habe, das ich nicht überschreiten will, gucken, dass ich eine verlässliche Standardqualität von einem super Weingut kriege. Also lieber einen einfachen Wein aus einem ganz tollen Weingut, das lohnt allemal, oder einen sehr guten Wein aus einer unbekannten Region, Süditalien, Apulien zum Beispiel, ja, oder eben ein Rheinhessen-Wein und nicht unbedingt irgendeine teure Herkunft, der aber eine sehr gute Qualität bieten kann für relativ kleines Geld und niemals der Verlockung der großen Namen verfallen. Wer glaubt, er muss einen Barolo oder ein großes Gewächs oder so irgendwas oder einen Saint-Emilion Grand Cru, der auch kein großes Gewächs ist, sowas haben für ein kleines Geld, der wird immer enttäuscht sein.